So, jetzt tragt noch mal eure antikapitalistischen Argumente vor und los! Ja, arbeite mehr aus den Knien, ne? Sonst kriegst du Rücken. Das ist Johannes Lüther. Der gebürtige Göttinger leitet ein G20-Trainingslager für gewaltbereite Autonome. Sein Problem? Viele Bürger haben immer noch Vorurteile gegen das diskussionsanregende Anzünden von Polizeiautos oder gegen basisdemokratische Brandanschläge auf die Hamburger Messe. Und auch Internetvideos wie diese werden oft missverstanden. Hamburg, meine Perle, Pflaster, Stein und Scherbe. Mit uns gibt es Molotow-Cocktails statt Sektempfang. Und auch dieses offizielle Demo-Plakat führt zu Irritationen. Herr Schlüter, eine Demo mit dem Namen Welcome to Hell, ein brennendes Hamburg auf den Plakaten. Geht's denn autonom nur um Randale? Ach, das ist doch harmlos. Ich meine, Sie hätten mal den ersten Entwurf sehen sollen. Da hieß das noch Welcome to Motherfucking Cop Killer City Hamburg. We are going to kick you out, you bastard. Die, Motherfucker, die, die, die. Und das war Ihnen dann doch zu hart? Nee, zu lang. Schlüters praktische Übungen zur freien Meinungsäußerung haben sich schon oft im Alltag bewährt. Leider übersehen viele Bürger die politische Dimension und sprechen von Krawall. Trotzdem ist es Schlüter sogar gelungen, einen Sponsor zu finden. Ich finde die jungen Leute klasse. Die werden aktiv, die engagieren sich politisch. Ich unterstütze die gern. Aber schreckt die Gewalt der Autonomen nicht die gemäßigten Linken ab? Nein, nein, friedliche Demonstranten werden bei uns voll integriert. Es gibt Peace. Was denn? Das war doch ganz gut für den Anfang. Ein wichtiger Teil von Schlüters Training sind Standardsituationen, wie zum Beispiel der autonome Farbbeutelfreistoß. Lieblingskapuzenpulli! Du kannst doch nicht einfach andere Leute Sachen kaputt machen! Den ersetzt du mir! Hast du überhaupt eine Haftpflicht? So, und zum Abschluss singen wir nochmal das Lied von den New Kids on the Schwarzen Block. Ihr kennt es alle. Und los! Militante aus Marokko, wenn sie kommt. Hip-hop! Militante aus Marokko, wenn sie kommt. Johannes Lüther, ein Mann, trainiert die Autonomen für den G20-Gipfel.